Hallo liebe Bastelfreunde, willkommen in Wölfchens Bastelstube. Heute möchte ich mit euch hier diese wunderschöne Sonnenblumenkarte basteln. Ich habe ja dazu schon ein... Moment, ich hole sie gerade. Hier, diese elegante Schachtel mit euch gebastelt. Und jetzt möchte ich dazu eine passende Karte machen. Und dann legen wir mal gleich los. So, ich habe mir dazu schon einiges vorbereitet. Das ist der Espresso Farbkarton mit dem Maß von 8¼ mal, wo haben wir es? Ah, da. Mit dem Maß 5⅞, ich konnte es gar nicht lesen. In der Mitte gefalzt bei 4⅛. So, das müssen wir uns noch machen. Ich habe die noch nicht gefalzt. Das hatte ich noch nicht vorbereitet. Aber das geht ja auch super schnell. So. Jetzt falzen wir uns den Farbkarton, die Basiskarte. So, und wie ihr ja wisst, hatte ich noch Designerpapier übrig aus meinem Bestand. Und da haben wir ja das zusammen mit dieser Box hier mit dem Sonnenblumengruß bestempelt. Und wie gesagt, ich hatte dann noch ein Reststück übrig und da habe ich dann die Idee dazu bekommen, da noch eine Karte von zu machen. So, dann können wir uns die auch schon mal gleich aufkleben. Ach, die Karte hat ein Maß von 5¼ mal 3¾. Alle Maße findet ihr auf meiner Homepage. Die verlinke ich euch unterm Video. So, dann kleben wir uns die mal auf. Und die Sonnenblume, die habe ich mir in Espresso ausgestanzt und den passenden Spruch dazu, auch in Espresso und mit Hummelgelb noch draufgesetzt. Und der Spruch ist, ich habe den gerade gesucht, habt ihr gemerkt, ich habe ein bisschen... das ist das neue Stempelset aus dem Jahreskatalog von Stamping Up und da habe ich mir hier den Spruch ausgesucht, auf dich Geburtstagskind, den habe ich auch dazu benutzt. So, dann, ich habe mir den schon fertig beklebt, dann wollen wir uns mal die Sonnenblume aufkleben. Ich nehme dazu den Tombow. Und klebe aber nur hier so ein bisschen an der Blütenmitte. Weil ich wollte das hier noch so ein bisschen haben aussehen lassen. Dass es nicht so platt ist, sondern dass so ein bisschen 3D-Effekt entsteht. So, genau. Und die Mitte fällt ja beim Stanzen immer raus, aber die können wir ja nachträglich noch einkleben. So, ich habe wieder den Fehler gemacht und habe das Designer-Band nicht drauf. So ein Mist. Ich weiß gar nicht, ob ich es abkriege. Aber ist auch nicht schlimm. Ist alles nicht schlimm. Ich nehme meinen Fast Fuse. Den habe ich noch. Es gibt ja in dem neuen Katalog von Stamping Up wieder einen neuen Kleber. Einer Flink und Fest heißen die. Ich habe sie noch nicht. Und die sind im Jahreskatalog drin. Und wenn ich die habe, zeige ich die euch natürlich.
Ganz klar. So, jetzt müssen wir uns hier so ein bisschen behelfen mit dem Schleifenband. Aber ist ja auch kein Beinbruch. Ich mache es eben halt hier oben drauf mit fest. Hat sich hier umgelegt. Ist ja wieder eine Fummelei hier. So, dann haben wir das auch soweit fertig. Es kommt nur noch der süße Knoten drauf. Ihr könnt gar nichts sehen. So. Bisschen zurechtschneiden. So, nochmal unseren Fast Fuse nehmen und den Schleifenknoten hier so drauf drapieren. Okizuki ist fertig. So, jetzt können wir uns das Inlay noch aufkleben. Das hat ein, haben wir das, ach, das hat ein Maß von 5 3/4 mal 4. Das ist Farbkarton in Flüsterweiß. Und den kleben wir uns in die Karte dann rein. Genau. So. Und hier werden wir uns noch ein paar Abstandspads draufkleben. Für den Spruch. Und dann wären wir auch, glaube ich, schon am Ende angelangt zu diesem Video. Genau. Ja, super. Seht ihr, ganz schnell geht es das eigentlich, wenn man das auch schon ein bisschen vorbereitet, dann wird das Video auch nicht so lang. Ich tue hier noch mal ein bisschen Wink of Stella hier drauf. Bisschen Glitzer, ne, muss ja sein. Und von daher spiegelt das dann auch so ein bisschen, glänzt. So, jo, jetzt haben wir die fertig. Ihr seht, ich habe hier so ein bisschen die Sonnenblume angehoben. Ich finde, das sieht richtig gut aus. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Dann lasst mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Video.